Ein paar Schritte gehen schon wieder. Für Steven ein echtes Wunder. Es ist erst 3 Wochen her, dass er mit seinem Moped schwer verunglückte. Ich wollte zum Überholen ansetzen. Dann bin ich mit einem Sprinter kollidiert. Und habe ihm dann mit meinem linken Bein den Kotflügel weggehauen. Der 16-Jährige hatte gerade erst seine Ausbildung zum Zimmermann angefangen. Und dann das. Ein Albtraum. Ich habe gemerkt, mein Knie, mein Bein tut weh und mein Arm. Aber ja, ich hätte es nicht gedacht, dass es offene Brüche sind und eben, dass das sogar ein ganzes Stück fehlt. Dass von seinem Kniegelenk ein wichtiges Stück nicht mehr da ist, sehen die Ärzte erst bei der Operation. Was jetzt? Und die äußere Rolle, die hat praktisch komplett gefehlt. Also das, was hier dunkel angezeichnet ist, das war alles defekt. Und daraufhin habe ich dann überlegt, vor allem, weil man auch sah, dass das sehr scharf ausgestanzt war, ob man das Teil nicht doch noch irgendwo finden und bergen kann. Hab die Polizei angerufen. Die Beamten machen sich sofort auf den Weg. Die Zeit läuft. Maximal 2 Stunden haben sie, um das Knochenstück zu finden. Zuerst vermuten sie es hier im Unfallwagen. Nachdem wir am Fahrzeug nichts gefunden haben, haben wir auch noch den kompletten Abfallbehälter des Abschleppfahrzeuges, in dem die ganzen Scherben der Unfallstelle verbracht worden sind, durchsucht und haben dort ein kleines Fragment eines Knochen gefunden. Leider nicht das Richtige. Also nochmal los zur Unfallstelle. Weitersuchen. Und aufgrund des Gesamtbildes, auch wo die Fahrzeuge gestanden sind, ergab sich natürlich eine ungefähre Richtung, wo dieses Teil hätte, dieses Knochenfragment hätte hinliegen können. Und so konnten wir es dann auch auffinden, neben der Fahrbahn im Grundstreifen. Fast 8 cm lang ist das Puzzlestück und komplett Glück gehabt. Steven hat zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung, was um ihn herum passiert. Für den Unfallchirurgen aber ist klar, man muss es versuchen. Zu verlieren gibt es nichts. Es ist die einzige Chance, Stevens Knie zu retten. Die Alternative, ein künstliches Gelenk, das wäre das Schlimmste. Sein Vater kann es noch gar nicht fassen. Ein Knochenstück, wie ausgestanzt, nicht kaputt und wird wieder eingesetzt. Also alle Achtung, gell, da muss man jedem Danke sagen. Steven ist optimistisch, dass jetzt alles gut geht und sich nichts mehr entzündet. Für den 16-Jährigen ist das alles wie ein Wunder. Ein bisschen weniger. Ich werde wieder laufen können, ich werde wieder als Zimmermann arbeiten können. Das war mir eigentlich arg wichtig. Das habe ich auch, wo ich dann am Unfallort habe gedacht, Mann, ich will arbeiten als Zimmermann. Das ist eigentlich das Ziel. Das braucht jetzt eben Zeit. Und irgendwann will er auch wieder Motorrad fahren. Dann aber nicht nur mit Schutzengel, sondern auch mit richtiger Schutzkleidung.